Du weißt mit Sicherheit, welche drei Mächte die Fähigkeiten besitzen, schwere Lasten oder gar Menschen ins All zu befördern. Die Vereinigten Staaten von Amerika, die Russische Föderation und die Volksrepublik China. Auch bekannt als Tick, Trick und Track. In dieser geopolitischen Ordnung hat Europa über die vergangenen 20 Jahre sukzessive an Bedeutung und somit auch an Einfluss verloren. In weiterer Folge hat Europa in dieser Zeit einen ganz besonderen Braindrain erlitten, denn für viele talentierte junge Menschen gab es hier einfach nichts zu holen. Ich will dich aber auch gleich beruhigen. Es ist alles nicht so schlimm, wie es klingt, und damit du auch verstehst, warum, schauen wir heute in mein Gespräch mit dem ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher und beleuchten, was er in seiner Organisation geändert hat und was die Pläne für die Zukunft sind, um der Abhängigkeit vom großen Bruder Einhalt zu gebieten. Erst das ermöglicht eine faire Unterhaltung auf Augenhöhe. Die erste große Frage ist doch, warum hat die Raumfahrtmacht Europa als hochtechnologisierter, reicher Kontinent nicht die Fähigkeiten, seinen Zugang zum All zu sichern? Insbesondere auch die bemannten Fähigkeiten. Auf diese Frage gibt es wohl mehrere Antworten, die gleichermaßen richtig sind. Schreib mir gerne deine Antwort in die Kommentare. Hier ist meine Antwort. Indien hat im August 2023 als vierte Raumfahrtnation einen Lander auf die Oberfläche des Mondes gebracht. Damit sind sie einem besonders exklusiven Club beigetreten. Stichwort Tick, Trick und Track. Und das, obwohl Indien nur ein Fünftel des europäischen BIP hat. In Europa ist die Entscheidungsfindung ein extrem mühsamer Prozess, da ganz viele verschiedene Meinungen und Interessen berücksichtigt werden müssen. Auch wenn Europa den Schein erregt, unter dem Schirm der Europäischen Union oder Europäischen Raumfahrtagentur ESA subsumiert worden zu sein, so sind die bereits erwähnten Interessen der jeweiligen Nationalstaaten doch voneinander abweichend. Das Ziel ist, dass der alte Kontinent in gewissen Belangen als Einheit auftritt. Aber die Einheit ist in manchen Mitgliedstaaten einheitlicher und wichtiger als in anderen. Damit größere Programme, insbesondere bemannte Fähigkeiten, aufgebaut werden können, müssen extrem viele Zahnräder ineinander greifen. Ich habe den ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher auf einer Konferenz in Wien getroffen und habe ihm genau diese Frage gestellt, woran es denn liegt, dass Europa heute so weit zurückliegt, beziehungsweise warum Europa keine bemannten Fähigkeiten hat. Ja, das waren Entscheidungen in den letzten Dekaden, in den 80er, 90er Jahren, wo Europa schon einmal angedacht hat, ein eigenes bemanntes oder astronautisches Raumfahrtprogramm zu entwickeln, das Hermes-Programm. Das wurde leider dann nicht weitergeführt. Ein Grund damals war sicher der eiserne Vorhang, der sich geöffnet hat, was ja wunderschön ist. Aber dadurch hat natürlich Europa auch wirtschaftlich eine ganz andere Lage vor sich gehabt, gerade große Länder wie Deutschland, aber auch andere. Und dabei wurde das Programm aus Budgetgründen wirklich nicht weitergeführt. Aber auch, das ist der große Unterschied zu heute, damals hat es keine oder nicht so viele technologische Bausteine gegeben, die wir heute mittlerweile entwickelt haben. Ich nehme als Beispiel das ESM, das European Service Module, wo wir den Antrieb für die NASA liefern, um zum Mond zu fliegen und zurück. Ich habe ATV erwähnt, wo wir ein Transfervehikel haben, das zur Raumstation und zurückfliegen kann und so weiter. Also wir haben jetzt mittlerweile in den letzten 10, 20 Jahren so viel Technologie entwickelt, dass es heute viel einfacher ist, so ein Programm wirklich zusammenzustellen. Also die Idee, ein europäisches Raumfahrtprogramm zu starten, ist nicht neu. Dennoch haben wir heute die Lage, wenn europäische Astronauten ins All sollen, dann können sie das inzwischen ausschließlich in einer SpaceX Dragon-Kapsel machen. Bis letztes Jahr ging das auch noch mit der russischen Sojus. Aber da war dann irgendwas mit Krieg und Sanktionen. China hat auch vor einigen Wochen angekündigt, dass sie ihre Raumstation von einem auf vier Module erweitern und dann auch Astronauten anderer Nationen einladen werden. Das wird aber vermutlich noch einige Zeit dauern. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie so eine Zusammenarbeit aussehen könnte. Jedenfalls wird auch Indien in den nächsten 2 Jahren die bemannten Fähigkeiten erreichen. Und Europa? Nun, Europa ist gerade damit beschäftigt, eine Schwerlastkutsche für Cargo zu bauen, die in meinen Augen am freien Markt nicht konkurrieren kann. Zumindest nicht ohne politische Hilfe. Vor allem aber, weil sie im Moment noch gar nicht fliegt. Daher habe ich den Generaldirektor nach dem Verbleib der Ariane 6 gefragt. Bevor wir uns ansehen, was der Generaldirektor zu sagen hat, möchte ich gerne einen kleinen Ausflug in die Zukunft machen.
Ein Mars-Chroniken-Zuseher der ersten Stunde hat eine unglaublich coole Military-Sci-Fi-Geschichte geschrieben, worin die Menschheit im Jahr 2330 schon vollkommen zu einer raumfahrenden Spezies geworden ist. Ich möchte nicht spoilern. Konstantin Salaté erzählt die Geschichte des Hauptmann Holmgren, der im Geheimdienst der europäischen Weltraumstreitkräfte dient, als ein außerirdisches Generationenschiff in das Sonnensystem eindringt. Holmgren wird mit der Aufklärungsmission betraut. Natürlich interessiert sich auch China für die Besucher. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Es wird gekämpft, es kommen unglaublich coole Technologien vor und es ist einfach unglaublich spannend und kurzweilig zu lesen. Auch sehr cool ist, dass der Autor viel Wert auf Science in Science Fiction legt und alles sehr realitätsnah gehalten hat. Das Buch ist das erste von 6 Teilen, heißt Holmgren Diskrepanz und hat etwas mehr als 200 Seiten. Ich habe es an 3 Abenden durchgelesen, weil es so spannend war, also kann ich dir echt empfehlen. Ganz besonders, wenn du ein Sci-Fi-Fan bist und einen jungen Autor unterstützen möchtest. Die Teile 1 und 2 gibt es über den Link unten in der Videobeschreibung. Also schlag gleich zu. Und jetzt zurück zur Frage, wo die Ariane 6 bleibt. Wie schaut es mit der Ariane 6 aus? Kommt die noch? Oder natürlich, natürlich kommt die Ariane 6. Nee, wir haben in den letzten Monaten wirklich große Fortschritte gemacht. Sie haben vielleicht gesehen, dass wir seit kurzem regelmäßig einen Status-Update liefern, wo wir stehen. Ich gebe heute noch kein Startdatum. Wir haben noch 3 große technologische Blöcke, die wir noch überwinden müssen, an denen wir noch arbeiten. Es müssen auch Tests durchgeführt werden. Diese Tests, die laufen im Sommer. Aber ich kann dir sagen, wir haben in den letzten 6 Monaten enorme Fortschritte gemacht, wo wir letztes Jahr wirklich gesehen haben, dass es einfach enorme Schwierigkeiten gegeben hat. Wir haben sie jetzt in den Griff bekommen, müssen jetzt durch diese Entwicklungen durch. Es gibt Licht am Ende des Tunnels. Und tatsächlich hat es Ende August und Anfang September einige Testfeuer in Lampoldshausen gegeben. Dabei wurden die Erst- und Zweitstufentriebwerke jeweils einige Sekunden getestet. Im Oktober hätte es noch einen weiteren Test geben sollen, bei dem die Unterstufe das gesamte Flugprofil von ca. 470 Sekunden feuert. Dieser wird aufgrund von irgendwelchen Komplikationen mit der Schubvektorsteuerung des Vulcan 2.1 Triebwerks der Erststufe wahrscheinlich um 1 oder 2 Monate nach hinten rutschen. Und seit neuestem gibt es auch die Ariane 6 Task Force, die sich aus den Chefs der Ariane Group, Ariane Space, der CNES, der französischen Raumfahrtbehörde und ein paar anderen zusammensetzt. Josef Aschbacher höchstpersönlich ist Vorsitzender der Task Force. Das wohlinformierte Mars-Chroniken-Publikum weiß, dass die Ariane 6 in der Erststufe über ein Vulcan 2.1 verfügt und in der zweiten Stufe ein Vinci-Triebwerk verwendet. Die Feststoffmotoren haben sie soweit im Griff. Wer Mars-Chroniken schon länger verfolgt, weiß, was ich von dieser Wegwerftechnologie aus dem vergangenen Jahrtausend halte. Nämlich nicht besonders viel. Auch wenn die Ariane 6 viel besser und günstiger ist als die Ariane 5. Denn eigentlich müsste die Ariane 6 nicht mit seinem persönlichen Vorgänger preislich und technologisch konkurrieren, sondern mit dem stärksten Bewerber am Markt. Und der stärkste Bewerber am Markt bewirbt sich nicht schüchtern, sondern dominiert alles ganz massiv. Die Rede ist natürlich von der Falcon 9. Also im Klartext heißt das, dass die Ariane 6 nicht nur günstiger als die Ariane 5 sein muss, sondern auch die Falcon 9 unterbieten können muss, was sie ohne Subventionen nicht kann. Wiederverwendung würde hier der Ariane 6 auch helfen, aber wir sind hier nicht im Jahr 2015 bei SpaceX, sondern 8 Jahre später bei der Ariane Group, die noch immer die Technologie für die Wiederverwendung nicht demonstriert hat. Wir kommen gleich zu dieser Wettbewerbsfrage. Vorher habe ich noch gefragt, wer denn die besten Chancen hat, an SpaceX als privaten Raumfahrtspediteur anzuknüpfen. Es gibt natürlich die Ariane 6 Rakete, also wenn sie startet, das wird eine sehr, sehr gute Rakete werden, die technologisch sehr fortschrittlich ist, aber vor allem viel billiger als die Ariane 5. Okay, aber wenn die Ariane 5 schon brutalstens vom Markt gefegt wurde, sollte sich ihr Nachfolger nicht am Wegfegenden statt am Weggefegten orientieren? Also sollte die Ariane 6 nicht versuchen, gleich so gut, wenn nicht besser als die Falcon 9 zu sein? Das ist nicht so einfach zu beantworten. Natürlich muss sie günstiger sein als die Ariane 5, das ist überhaupt keine Frage. Aber natürlich müssen wir ständig an der Verbilligung oder Kosteneffizienz weiterarbeiten. Die Ariane 6 ist auch nicht das Endziel unserer Raketenentwicklung. Genau wie ich vorhin beschrieben habe in der Exploration, werden wir auch im Raketenbereich auch nach der Ariane 6 bereits eine Änderung durchführen müssen, um noch effizienter zu werden. Also für mich ist die Ariane 6 natürlich eine gute Rakete, aber ein
Schritt, um weitere Verbesserungen und auch Kosteneffizienzen weiterentwickeln zu können. Aha, dem Chef der ESA ist es durchaus bewusst, dass die Ariane 6 kein strategisch besonders ausgeklügeltes Tool sein kann. Beziehungsweise, dass die Ariane 6 mit sich bringt, dass man hier ganz schnell schon an die nächste Generation denken muss. Bei der Ariane Group hätte man sich das vielleicht gewünscht, dass die Falcon 9 ein Flop wird und dann stellen sich alle wieder für jahrelanges Warten an, um einen Platz auf einer Ariane 6 zu ergattern. So wird es aber nicht sein, meine Lieben. Die Ariane 6 hat bereits 28 fixe Missionen in den Auftragsbüchern stehen. 18 davon sind von Amazons Internetkonstellation Kuiper. Die restlichen 10 sind hauptsächlich institutionelle Kunden. Zudem sind regelmäßige Rideshare-Missionen geplant. Viele der Missionen werden sogar in der stärksten Konfiguration geflogen, also mit 4 Feststoffmotoren. Diese Version ist die Ariane 6-4. Es wird dann noch die Ariane 6-2 geben, die mit 2 Feststoffmotoren fliegt und die schwächste Variante hat gar keine. Man kann so viel lästern, wie man will. Aber ich freue mich schon darauf, dieses Biest fliegen zu sehen. Übrigens, diese Feststoffmotoren sind die exakt gleichen, die die Vega C als Erststufe verwendet. Das ändert leider nichts an der Tatsache, dass diese Rakete jetzt so schnell wie möglich fertig entwickelt und in Betrieb genommen werden muss, damit der Fokus auf die nächste Generation shiften kann. In meinen Augen ist aber auch das schon bei der Ariane Group angekommen, dass diese Rakete eigentlich nicht einmal einen Museumsplatz verdient hat. Und zwar deswegen nicht, weil sie das Ergebnis unzähliger Kompromisse und Missmanagement der Beziehung von Staat zu Wirtschaft ist. Das geht jetzt ganz tief in die Materie, aber bleibt dran, denn das ist unglaublich spannend, wenn man erstmal wirklich versteht, was da im Hintergrund passiert. Auch wenn es stark vereinfacht dargestellt ist. Bis vor einigen wenigen Jahren war Raumfahrt bei allen raumfahrenden Nationen Chefsache. Die mächtigsten und reichsten hatten ihre Raumfahrtbehörden. Also bei den USA ist das die NASA, in Russland Roskosmos, in China die CNSA und so weiter und so fort. Über ihre Budgets haben diese Behörden eine entsprechende industrielle Lieferkette etabliert, um die jeweils nationalen Ziele der Behörde zu erreichen. Solche Ziele sind in der Regel so Sachen wie die Exploration und Erforschung unseres Weltraums, technologischer Fortschritt, internationale Zusammenarbeit oder wirtschaftliche Vorteile für das eigene Land zu generieren. Nur um ein paar zu nennen. Diese Ziele können aber auch mit der Erdbeobachtung zu tun haben oder militärischer Natur sein. Und so hat man ganz schnell extrem viel, wenn nicht sogar die gesamte Verantwortung für die Sicherheit, die Konnektivität und den wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und technologischen Fortschritt in die Hand einiger weniger Beamter und Unternehmen gelegt. Und diese Unternehmen buhlen untereinander aber nicht um Aufträge, denn sie sind alle Teil der Lieferkette. Das ist eine Reihe von Unternehmen, die notwendig sind, um im Endeffekt ein Produkt herzustellen. Merkst du schon, wie sich der Kreis langsam schließt? Das führte dazu, dass einerseits die Industrie erkannt hat, dass sie eine enorme Macht hat, die Macht ihren Auftraggeber, nämlich die Behörde, und somit auch die Bürger erpressen zu können. Manchen geht das Wort erpressen hier zu weit. Man kann es auch so sehen. Die Unternehmen, die hier als Monopolisten staatliche Aufträge annehmen, haben aufgrund ihrer Monopolstellung keinen Druck und noch weniger Interesse, irgendetwas rechtzeitig abzuliefern. Der Preis für diese Dienstleistungen wird dann folgendermaßen berechnet. Kosten mal benötigte Zeit plus Gewinn und in der Regel auch plus Boni. So läuft das dann in etwa ab. Egal ob jetzt Ariane 6, SLS oder irgendwelche anderen Raketen oder Projekte. Das ist bei vielen so gelaufen. Die NASA sagt, ach, wir haben eine neue Mission. Dafür brauchen wir eine neue Rakete mit diesen Spezifikationen. Sie wenden sich umgehend an die Lieferkette und fragen, hey, was habt ihr denn heute im Angebot? In diesem Fall ist die Lieferkette auch mit dem Wort Industrie austauschbar. Aufbauend auf der Antwort dieser Industrie werden dann Ausschreibungen erstellt oder auch nicht. Die Aufträge können ohnehin nur in eine Richtung gehen. Also sind viele dieser Ausschreibungen oft ganz genau auf die Lieferkette zugeschneidert. Oft hatten Außenseiter gar keine Chance, institutionelle Aufträge zu ergattern. Das hat sich in den USA in den letzten 20 Jahren massiv geändert. Und in Europa findet das Umdenken langsam erst statt. Dieser ganze Ausflug war jetzt dringend notwendig, damit du mal ein ungefähres Verständnis für die Mechanismen hast, die in diesen Fällen arbeiten. Einerseits ist das super bei Projekten wie dem James Webb Space Telescope oder wenn die ganze Welt noch in den Kinderschuhen der Raumfahrt steckt, denn solche Projekte sind teuer.
Nicht ohne Grund war es unglaublich schwer, in dieser Branche als Newcomer Fuß zu fassen. So, und worauf ich jetzt hinaus will, ist, dass sich die eben besagten Behörden, also in diesem Fall die NASA, vor etwa 25 oder 30 Jahren ihrer Erpressbarkeit bewusst wurde und der Welt signalisierte, dass die Raumfahrt Wettbewerb braucht. Im Jahr 2000 gründete Jeff Bezos Blue Origin und keine zwei Jahre später entstand SpaceX. Es dauerte aber noch bis 2010, dass die NASA das Commercial Crew Program eingeführt hat. Es war Teil der Bemühungen der NASA, die Raumfahrt stärker auf kommerzielle Anbieter auszurichten und die Kosten für bemannte Raumfahrtmissionen zu senken. Das ist eindeutig gelungen. In Europa gibt es einige sehr gute Kandidaten, die das Potenzial haben, an SpaceX anzuknüpfen bzw. sie sogar einzuholen. Und SpaceX ist hier genau das richtige Stichwort. Die ESA hat die sogenannte Agenda 2025 ins Leben gerufen, dessen Ziel es ist, ach was. Ich habe den Generaldirektor Aschbacher danach gefragt, er kann es sicher viel besser erklären als ich. Ich habe nämlich gefragt, ob diese Agenda bzw. diese Ambition zu einem Programm wie Artemis werden könnte. Es ist eher ein Programm, das sich Richtung SpaceX orientiert, also um ähnliche Technologien in einer Transformation des Weltraumsektors in Europa zu entwickeln. Und zwar nicht von der ESA vom Beginn bis zum Ende entwickelt, sondern von der ESA, wo wir als ESA Entwicklungsbausteine bereitstellen, also durch die Industrie entwickeln, durch unsere Ingenieure entwickeln lassen, aber dann wirklich als Kunde auftreten. Als Kunde, dass wir dann einen Start kaufen, sprich einen Raketenstart, eine Kapsel oder die Nutzung einer Kapsel, die Nutzung einer kommerziellen Raumstation, dabei am Weg dorthin die Industrie im Wettbewerb wirklich die innovativsten Produkte entwickeln lassen, die aber auch wettbewerbsfähig sind und deshalb viel billiger sind als zum Beispiel ein Produkt, das wir von Beginn bis Ende entwickeln würden. Also das Modell, wenn man so vergleichen will, ist nicht so sehr Artemis, sondern mehr die Linie, die, aus der dann SpaceX geworden ist. Okay, das war jetzt viel. Also, Aschbacher will die ESA wie die NASA aufstellen. Die Industrie soll nicht mehr verhätschelt werden, sondern es soll Wettbewerb geben und jeder soll mitspielen dürfen. Dabei möchte die ESA einen Ansporn schaffen, kommerziell nutzbare Dienstleistungen anzubieten. Also, wie er gesagt hat, Kapseln für Cargo und Crew oder aber auch für Raumstationen. Hier ist der Mond ganz besonders im Fokus, da der Mond gerade weltweit im Fokus ist. Alle Raumfahrernationen möchten so schnell wie möglich auf dem Südpol des Mondes dauerhafte Siedlungen errichten. China und die USA meinen es besonders ernst und es wird sich nächstes Jahr beim ESA-Ministerrat 2024 zeigen, wie ernst es Europa meint. Die europäische Industrie ist bereit. Airbus hat eine Raumstation vorgestellt. Die Rocket Factory Augsburg hat einen Cargo-Raumfrachter namens Argo vorgestellt, welches das Potenzial birgt, in Zukunft vielleicht auch Menschen zu und von Stationen zu transportieren. Es machen sich gerade eine große Anzahl von Launchern bereit, den Markt bald zu betreten. Andere Unternehmen entwickeln auch schon mit Hochdruck an neuen Technologien, die Europa in der Raumfahrt nach vorne katapultieren werden. Einige davon kann ich euch glücklicherweise in näherer Zukunft genauer vorstellen. Falls du dich die ganze Zeit schon fragst, auf was für einem coolen Sessel ich eigentlich sitze, meine Partnerin kauft alte Sessel aus den 50ern bis 70ern und restauriert sie professionell. Dieser Sessel ist zum Beispiel neu gepolstert und neu bezogen. Es gibt unzählige Modelle für alle Geschmäcker. Wenn du so einen Sessel haben möchtest, dann schreib mir gerne eine Nachricht an die E-Mail-Adresse unten in der Videobeschreibung. Ich möchte aber noch einmal kurz zu Ariane 6 zurückkommen. Die Taskforce, die Aschbacher gegründet hat, tagt einmal monatlich. Das ist eine eindeutige Verbesserung gegenüber davor, als die Ariane Group einfach niemandem Rechenschaft ablegen musste, bis sie ihr Vertrauen komplett verspielt haben. Ziel ist jetzt eigentlich, dass die Ariane 6 nicht allzu spät im nächsten Jahr startet. Ich möchte kein Schwarzmaler sein, aber das wird sich nicht ausgehen. Meine Vorhersage ist, dass die erste Ariane 6 frühestens im ersten Quartal 2025 startet. Es müssen schon noch einige Tests durchgeführt werden und wenn ich das richtig verstanden habe, dann gibt es noch immer mehrere technologische Hürden zu überwinden. Nach dem Jungfernflug, wenn dieser einwandfrei verlaufen sollte, dann wird es mindestens 6 Monate dauern bis zum ersten regulären Flug. Danach wird es auch in den ersten 1 bis 2 Jahren maximal 4 Starts pro Jahr geben. Als ein Journalist fragte, wann sie die Kadenz von einem Start pro Woche erreichen würden, haben alle herzhaft gelacht, als ob das eine Scherzfrage gewesen wäre. SpaceX ist gerade bei etwa 2 Starts pro Woche. Erst nach mehreren Jahren regulären Betriebes könnte man 9 oder 10 Raketen pro Jahr starten.
Wie sollte man auch mehr starten können, wenn man jeden Booster mit einem eigens dafür angefertigten Schiff von Europa nach Südamerika bringen muss? Über das Schiff Canopy reden wir ein anderes Mal im Detail, weil das auch unheimlich spannend ist. Um aber bei der Ariane 6 zu bleiben. Sie hat in der Entwicklung 4 Milliarden Euro gekostet. Laut dem neuen CEO der Ariane Group, Martin Sion, tragen sie selbst die Kosten für die Verzögerungen. Ist ja wohl auch das Mindeste. Sie werden auch alle Umsätze behalten, die diese Trägerrakete erwirtschaftet. Also warum sollten überhaupt Steuereuros in ihre Entwicklung gesteckt werden, frage ich mich. Und freiwillig tragen sie die Budgetüberschreitungen ja auch nicht unbedingt. Das Projekt hätte genauso gut sterben können, wenn sie noch mehr Geld verlangt hätten. Irgendwie ist das absurd. Die ESA-Mitglieder zahlen die 4 Milliarden Entwicklungskosten und dann zahlen sie auch noch für die Missionen. Und was umgesetzt wird, behält sich die Industrie. Das ist ja fast das gleiche Spiel wie mit den Banken. Damit die Ariane 6 die 4 Milliarden Euro einspielt, muss sie etwa 40 Mal starten. Je nachdem, welche Konfiguration fliegt. Und um die Sache noch von einem anderen Winkel auch noch zu beleuchten. Warum lässt sich die Ariane Group die Entwicklung der Ariane 6 von Steuergeldern finanzieren, wenn sie doch so viele Jahre den erfolgreichsten kommerziellen Launcher am Markt betrieben haben, nämlich die Ariane 5? Wo sind die Gelder hin, die die 117 Missionen eingespielt haben? Genug davon. Kommen wir zur nächsten Baustelle. Nach dem Fehlschlag der ersten kommerziellen Vega-C-Mission ist die Rakete weiterhin gegroundet. Zum Glück gibt es keine Probleme mit der Vega-C Erststufe, denn das würde auch das Ariane 6 Programm betreffen, weil die Vega-C als Erststufe Feststoffmotoren der Ariane 6 verwendet. Das Problem liegt beim Zefiro 40 Oberstufentriebwerk. Ein Testfeuer im Sommer in Sardinien ging schief, was bedeutet, dass jetzt erst einmal eine unabhängige Untersuchung stattfindet. Das kann wieder dauern. Also rechne mal nicht mit einem Vega-C-Flug in den nächsten 12 Monaten. Und das, obwohl die Vega-C mit ca. 45 Missionen unglaublich gut gebucht ist. Diese Kunden werden den Prozess jetzt ganz genau beobachten. Wenn sich da jetzt nicht bald etwas tut, dann gibt es nicht viel, das die Kunden davon abhält, ihren Träger zu wechseln. Du siehst, es ist nicht leicht, Raketen zu bauen. Zumindest nicht für Institutionen oder als Institution. Und meiner Meinung nach hat Josef Aschbacher vollkommen recht, wenn er sagt, dass die Institutionen keine Technologie mehr selbst entwickeln, denn so sieht das aus, wenn ESA, NASA und Co. Entwicklungsarbeit leisten. Sie sind einfach viel besser beraten, diese Dinge die Industrie machen zu lassen. Mit Wettbewerb und gleichen Chancen für alle. In den nächsten Wochen werden wir wieder vermehrt über europäische Raumfahrt reden, weil sich hier einiges tut. Danke an alle Kanalmitglieder und Patrons, die mir dabei helfen, Mars-Chroniken zu betreiben. Damit ich das weiterhin machen kann, würde es mich freuen, wenn auch du Kanalmitglied oder Patreon-Supporter werden möchtest. Da gibt es immer wieder kleine Extras und Outtakes. Alle Infos dazu in der Videobeschreibung unten natürlich. Zum Schluss noch die Erinnerung an Konstantin Salates Holmgren, das es über den Link unten in der Videobeschreibung käuflich zu erwerben gibt. Mein Name ist Sirwan und das war Mars-Chroniken. Danke fürs Einschalten. Peraspera ad Astra.